Video Nummer 5, ja, auf YouTube. Im Stream, ihr seid immer noch dabei, danke dafür. Ich musste mal kurz hier meinem lieben Teddy und meinem lieben DJ Johnson sagen, dass ihr kurz aufhören solltet. Dings reinzuhauen. In dem Sinne geht's jetzt weiter, Regenrinne, Video Nummer 5 und das Finale wartet auf uns. Kostenloses Abo da lassen etc. pp. Ihr wisst das. Links hier unten drunter. Feuer frei. Ja, Lucky Beam. Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Hab gar nichts gemacht, gar nichts. Links tiefer als das Fass. Hä? Ach so. Oh. Einfach alle. Ach du Scheiße, was ist das jetzt hier? Oh, nein. Ach du Scheiße. Tiefer Schatten. Ich dachte, der hilft mir. Du Scheiße. Was? Ey Nick, was geht ab? Und eure Hoheit. Stimmt, da war ja was. Die Wette mit MW2. Was sehen wir auf welcher Schaltung da? Alle sind weggekommen. Hallo @nicknix unterstrich die unterstrich origin. Ist Jona jetzt durchgezogen oder was? Es ist eine Verschwendung, dein Leben einfach so zu beenden. Lass uns noch ein bisschen Spaß haben, ja? Na komm, nicht schmollen. Ich habe da einen netten Zeitvertreib vorbereitet. So viele Sklerotien und fast alles Attrappen. Na, was denkst du? Findest du die Echten? Beeil dich, lieber, sonst bist du verschlungen. Wie soll ich denn bitte den Richtigen finden? Ist so ein bisschen so like, oder? Ja, ja.
War die Reihenfolge jetzt überhaupt richtig? Hast du jetzt irgendwelche Kräfte und wer ist die Kleine? Tiefer Schatten. Kaputte Wand. Tiefer Schatten. Also hier. Die Kleine ist von Ethan Winters, die Tochter. Hier, wenn es schnell gehen muss. Großer Kern. Okay, ist er drin. Naja. Also ich dachte, wir wollen das Finale noch mitgucken. Ach Manu! Oh, das war gleich so schön. Links. Achso, großer Kram. Die kleine Geile ist Rosemary Winter. So, mal sehen, ob jetzt der Endfight kommt. Und Janik, wir spielen hier natürlich wieder auf Veteran für dich. Weil du mich scheitern sehen willst. Knackige 16 Jahre alt. Nein. Du müsst 18 sein. Weil, ich glaube, die ist 1 oder 2 im Hauptspiel. Pony, aber besser als nichts. So, wir kriegen jetzt 4 Munition, das heißt Bossfight in Inman. Aber wir haben uns gut Zeug aufgespart. Das heißt, wir können direkt alles rausschauen. Ich vermute ja fast dieser Riesen. SDJ Johnson 6902 hat heute Nacht wieder feuchte Träume von ihr. Safe Call. Ich komme dann später in die Party, wenn ich bei Dings bin. Weil sonst reißt mich das ja aus der Stimmung raus. Und das wollen vielleicht ein Vierer mit Lilly, ihr und noch JMD Galdem. Und der, dessen Namen wir nicht aussprechen dürfen. So.
Wir haben jetzt viel Loot gekriegt. Ich vermute Schlimmes. Aber wir sind eigentlich echt gut gewappnet. Ich halte den Fernseher an. Oh ja, sehr gut. Mach den Fernseher an. Ja. Wohne dem geilen Finale bei. Oh. Scheiße. Ich habe ja kein Dings hier. Du schaffst ja nicht mal Eli und dann willst du noch zwei Haha. Teddy fronted. Jona. Sehr wild. Hier gehen wir jetzt einfach außen lang, weil hier kennen wir den Weg ja. Five Head Move. Ganz easy. Ja. Endlich werde ich diese Kräfte los. Aber um ehrlich zu sein, oh, ich habe nur die Cola aufgemacht. Ich habe so lange mit ihm gelebt. Ich weiß. Ich weiß. So. Wir sind top ausgestattet. Wir können auch noch gut Zeug herstellen, aber wir stellen erstmal nichts her, weil... Genau. So einfach war ich den jetzt nicht kriegen. Gut gemacht, Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Nein, kennst du denn noch? Zu unterscheiden, nicht wahr? Was? Das ist eine Replik. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. Dachtest du wirklich, ich gäbe etwas so Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nein! Nein! Nun beginnt der wahre Spaß. Die perfekte Bühne für dein Ende. Und Vorhang auf! Nee, oder? Gegen die? So. Jetzt schallern wir alles raus, was wir haben hier. So, herstellen.
geil, dann kann ich Uso einsetzen. Wieso konnte ich jetzt nichts machen? Alter, ich kann nichts mehr machen gegen den. Das ist natürlich sehr wild. Aber warte mal, ging noch der alte Move? Nee, scheiße. Ich wollte im Menü nachladen. Quasi einen Five-Head-Move machen. Ey, nimm die Arzenei. Lambda. Alter. Es besteht immer noch Hoffnung. Jetzt. Also irgendwie buggt das, weil ich hab nun. Ich hatte gehofft, du würdest länger durch. Okay, wir starten echt hier neu. Oha, der Große stand wieder hinter dir. Oh ja. Ich dachte, du seist eine Kämpferin. Glaubt
Also wir können hier doch nicht bedenkenlos alles rausballern, was wir haben. Ach du Scheiße, ich bin ein Rindvieh. Ich habe die Tür und Tor geöffnet. Okay, Sister. Ja, das Mo benutzen. Tür nochmal, wir spielen auf Veteran. Letzte. Scheiße. Ah ja. Ach du Scheiße.
Ich glaube jetzt, das könnte das letzte sein. Okay, Schrotflintenmuni können wir nicht mehr herstellen. Heilzeug haben wir noch. Scheiße. So, jetzt gehe ich auf Nummer safe jetzt. Oh. Scheiße. Wir müssen echt mit Pistole weitermachen. Scheiße. Komm, gib mir noch mal irgendwo Flintenmunition. Irgendwo noch mal Flintenmuni in irgendeiner scheiß Ecke hier. Irgendwo noch mal Flintenmuni. Diesen Penner nicht, ne? Das war echt gut, was ich alles an Ressourcen aufgehoben habe, ey. Bleibt wohl nur die Pistole. Naja. Intro-Schuss habe ich noch. Ja. Der ist der Beste und fickt alle Wetterer! Ja! Ihr fickt Fotzen! Was soll? Wer fickt die Mütter und Töchter aller Tanten und Opis? GG, das hast du gut gemacht. Dankeschön. Fickt euch jetzt nicht noch mehr hier. Junge, war das episch. Wo bin ich denn jetzt? Ebene. Ich will nicht gehen. Nicht ohne diesen Kristall. Ich hab satt, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Und jetzt wirst du bestimmt erfahren, dass es keinen Kristall gibt.
Ohne Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann, mich normal machen kann, dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Ja, und? Dann los. Okay. Ich kann auf mein Inventar zugreifen. Ich weiß, wo der Kristall ist. Was ist das? Geht doch weiter. Ich glaube, hier kommt nicht mehr viel. Muss meine Freundin sein. Jetzt kommt. Nicht, dass es aus Teil 1 der Dings kommt. Jemand eine Familie gesucht hat. Und wie heißt sie denn? Oh. Ach du Scheiße. Oh, das ist mies. Diese Affen kommen mir irgendwie bekannt vor, aber was soll das? Ach, das ist doch hier der Dings. Irgendwas ist anders. Okay, jetzt wird's weird. Onkel Reri möchte auch spielen. Was, Onkel Reri? Scary Movie, stimmt. Na eben, da. Stimmt ja, heute war mein erster Schultag. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Wenn ich Chris das nächste Mal sehe, werde ich ihn ganz fest umarmen. Chris Redfield? Da waren total viele Firmen, die so alt sind wie ich. Es war genau, wie ich es im Fernsehen gesehen habe. Ich hatte solche Angst, dass ich mich vor der Klasse vorstellen musste, aber ich habe mich der Sicherungskasten für den Fahrstuhl. Achso, nee. Das war, Klaas wollte muss, aber ich habe mich total gefreut, dort zu sein. Ich werde mich mit allen anfreunden. Morgen werde ich sie ansprechen. Achso, warte mal, da geht's ja noch weiter. Ach dann, ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein paar andere Kinder angesprochen. Auch niemand wollte mit mir reden. Der Unterschied ist total leicht. Die Sachen habe ich alle schon mit Mom gelernt, aber anscheinend darf ich nicht immer melden, wenn der Lehrer was fragt. Der Junge hinter mir hat was total Gemeines gesagt. Wenn ich nervös bin, werden meine Hände ganz klebrig. Heute war es besonders schlimm. 10. Februar, heute hat der Lehrer geschimpft, weil ich immer meine Stofftaschentuch festhalte. Er hat gesagt, ich bin kein Baby mehr. Außerdem sagen die Jungen ständig, dass ich eklig bin, wo ich immer wasche und immer saubere Sachen anziehe und ein frisches Taschentuch mitbringe. Das ist alles wegen dem blöden weißem Schweiß, der aus meinen Händen kommt. Ich wüsste es auch immer sofort ab, aber manchmal will ich es nicht aufhören und dann halte ich einfach mein Taschentuch. Chris hat dem Lehrer sogar extra gesagt, dass ich ganz normal bei mir ist und nicht gefährlich, aber das hat nicht geholfen. 4. April, endlich hat jemand mit mir geredet. Lucy. Lucy Cat? Just Lucy? Googelt das mal. Sie meint, sie wollte schon immer die ganze Zeit mit mir Freund sein. Morgen wollen wir zusammen Mittag essen. Ich kann es nicht glauben, ich bin so happy. Ich hoffe, Lucys Freundin Catherine oder auch meine Freundin. Evelyn hieß die aus dem ersten Teil. Die angezeichnete Karte hat vorne schon zu, ne? Also.
Okay. Ich habe keine Muni mehr. Dann macht sie das. Genissimo. Ja, aber ich brauche hier, wenn du ihm hilfst, gibt er vielleicht den Kristall. Ach, hier, guck an. Ich hätte nie gedacht, dass jetzt hier raus noch was kommt. Was auch schon. Dazu kommen wir schon, dass... Das ist ja Resi 7 bestimmt darstellen, der Evelyn, oder? Natürlich sehr verstimmt. Nee, warte mal, was steht hier? 02. Das wird sauber nicht sein.
44. So, müssen wir so eine Reihenfolge rausfinden. 2,8. Das ist es nicht. Probieren wir mal hier 44. Scheiße. Nee. Ach nee, 02. In der Mitte 02. Oben. Also hier 66 schon von der 44. So, 02. Das ist im Kopf umgedreht, um was anderes. Ne? Der 44. Ach, vielleicht ist das auch eine 99. Statt nur 66. Wir haben schon einen neuen Schlitz mehr. Warte mal. Ist alle Kombination eigentlich schon durchprobiert? Ach nee. Gibt ja die Schuhe schon. Nein, nein, ich bin 244. Teddy, kannst du mal bitte fix googeln? Weiß nicht, was das war. Ah,
Ah, jetzt. Ha. 02-44-46, alles klar. Bitte nee, Alter. Oh, was hängt denn jetzt hier von der Decke wieder runter? Oh, warum sind hier so viele Tote? Ne, 7-0-4-0-8. Du weißt, wie man mit Puppen spielt, oder? Schon wieder? Was jetzt? Meine Fresse. Vielleicht kriegst du den Kristall, wenn du das Lagerfeuer anfachst. Okay. Oh ja. Speichern wir hier. Dachtest du von uns, der Big End Boss ist das letzte, ne? Hä? Also dort muss die Freundin bestimmt hin. Weil, Alter, was war das? Weil die Freundin war ja das Mädel ist die Rose. Und wir, Alter. Gottes Willen, ey. Scheiße. Alter Scheiße. Oh, Herzinfarkt. Meine Fresse. Fuck. Er hat derzeit gemalt. Oh. Oh, boah, das war jetzt ein anderes Wild. Scheiße. Visage Livestream. No. Ach nee, warte mal. Ihren rechten Arm nach vorne ausstrecken. In der Hand auf ihrem Kleid steht Lucy. Ah ja, hier oben. Genau.
So. Junge, ich habe jetzt noch Gänsehaut, das war mir gerade zu. Boah, Puppen ist so ein räudiges Thema, ey. Scheiße. Braucht die zwei Puppen von dort vorne? Ah. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es gerafft. Piss dich, voll zu erschreckt mich nur nochmal so. Wir müssen den ekligen Pilz von ihr abwaschen. Ah ja. So, was erwartet uns jetzt in Jimmys Zimmer? Jumpscare. Ich jumpscare hier gleich wirklich durch die Decke. Wie war das? Das DLC soll nur 3 Stunden gehen? Ich glaube nicht. Los, ab in den Brunnen mit der Schlampe. Oh, fuck. Oh, das ist so gruselig. Na, na klar. Na klar. Oh Mann. Du willst nur Angst machen. Das schaffst du aber nicht. Weil ich bin die Big Ass Motherfucker. Ne, ja, ne. Ja. Hat ja noch die Klospülung betätigt, hab ich gehört. So. Also die kommt definitiv hier oben hin. Nee. Falsch. So ist richtig.
Ja. So, was denkt ihr, Leute? Haben wir jetzt Feuerzeug, können wir jetzt Lagerfeuer entfachen? Oh, oh, du fuck, Fotze, Mann! Machen auf jeden Fall eine Hexenverbrennung hier. Ja, die Seite ist richtig. Den ist er los. Also die beiden vertauschen. Ah ja, nicht laut, der trägt Hölzchen. Logisch, macht Sinn. So. Oh, diese kranke Schlampe. Fick dich einfach. Genau. Richtig groß. Das fühle ich und das feiere ich. Das Ding hat nicht mal ein Stromkabel, ne? Wo kriegt denn das Ding seinen Strom her? Dann muss ich mal sagen. Stream leckt. Ich sehe gerade hier alles rot. Hä? Achso, Sicherungskasten. Fick des Drecksspiel, Alter. Boah, nee, ey. Nee. Scheiße. Oh.
Die Sicherung kommt. So Leute, ich würde sagen, damit beenden wir das Video mit diesem fast legendären Jumpscare. Ich habe mir fast in die Hose geschissen gerade. Verdammte Scheiße. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Finalvideo. Ich dachte ja, das wird das Finalvideo. Ich wusste ja nicht, dass hier noch sowas kommt. Ich bin gerade übelst gebrochen innerlich. Scheiße. Gerne kostenlos reinfollowen. Euer Amex.